Heute bei Was ist Schluss zu Gast? Clara Vetter aus Gaggenau. Und zwar ist ja 2023, so letztes Jahr, den baden-württembergischen Jazzpreis gewonnen als Pianistin. Darüber werden wir natürlich auch sprechen. Freut mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Danke. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja schon gesagt, aus Gaggenau oder Gaggenau Bad Rothenfels, Pianistin und Jazzpreisträgerin. Schon auch was ganz Besonderes, oder? Gerade auch in dem jungen Alter sowas schon zu gewinnen, oder? Ja, also es ist natürlich auf jeden Fall eine Wahnsinnswertschätzung für mich gewesen. Also wunderschön, kann ich nur dankbar für sein. Und tatsächlich ist der Preis schon auch eher für jüngere Okay. MusikerInnen, bis 35 gedacht. Ah, okay. Aber ja, da war ich mit 26 damals vielleicht trotzdem auch noch auf der jüngeren Seite. Und ja, es ist auf jeden Fall super schön gewesen. Klar, wenn man so eine Auszeichnung bekommt, ist immer, immer toll. Ja. Du hast bereits im Alter von 3 Jahren mit dem Klavierspielen angefangen. Ich meine, klar, bei vielen Musikern fängt es relativ früh an, aber ja, erzähl mal da ein bisschen was so zu deinem musikalischen Werdegang. Ich meine, oder wie Ja. du dann auch die Liebe zum Jazz gefunden hast. Also meine Mutter ist Klavierlehrerin, deswegen auch das frühe Alter. Ja, klar. Also sie unterrichtet privat zu Hause und ich habe eben immer gesehen, wie die Kinder zu meiner Mutter kamen und gespielt haben. Und ja, das hat mich natürlich auch immer irgendwie sehr angesprochen und ich wollte dann auch total gern wissen, was da vor sich geht und was die machen. Und ja, als ich dann 3 Jahre alt wurde, also wirklich am dritten Geburtstag, das weiß ich sogar noch so ein bisschen, weil das so ein prägender Moment war, da hat meine Mutter gesagt, so, jetzt gehen wir ans Klavier. Und ja, das war dann schon so, dass, also ja, man hat mich anscheinend auch nicht zwingen müssen, ans Klavier zu gehen, fand es auch total schön, wie meine Eltern das auch so unterstützt haben, haben mich einfach machen lassen. Und eben, ja, mit meiner Mutter habe ich ja sehr eng gearbeitet, bis ich 13 war tatsächlich, hat sie mich ausgebildet, klassisch allerdings, weil sie klassische Pianistin ist. Und ja, ich habe dann mit 13 an der Hochschule in Stuttgart Unterricht genommen, auch bei einem klassischen Lehrer. Und habe eigentlich so ja, den Weg eingeleitet, quasi irgendwann mal klassische Pianistin zu sein. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, ich möchte eigentlich komponieren und improvisieren vor allem das. Und da habe ich irgendwie im Jazz einfach mehr gesehen. Und der Zugang zum Jazz, der kommt tatsächlich von meinem Onkel, weil der auch Okay. Jazzpianist ist. Ah, cool. Und ich habe, als ich, glaube ich, 7 oder so war, habe ich seine Abschlussprüfung von seinem Studium gesehen. Okay. Und also das Abschlusskonzert, man muss immer im Konzert spielen, wenn man das Studium abschließt und das wird dann benotet, bewertet, wie auch immer. Und das habe ich gesehen und dachte mir so, oh, irgendwie will ich das auch, wenn ich groß bin irgendwann mal. Und dann war ich ja eben 13 und wurde dann auch irgendwann 14 und dachte mir so, ja, also wenn ich das jetzt nicht mache, den Schritt in diese andere Stilistik, dann ist es vielleicht zu spät und wer weiß, also ja, heute weiß ich, zu spät gibt es eigentlich ja so auch nicht, aber ich bin trotzdem froh, dass ich den Schritt damals so gegangen bin. Und das war natürlich auch nicht so ganz einfach, weil wenn man so gewöhnt ist, einfach super viel aus der Muskelerinnerung rauszumachen, super schwere Sachen auswendig zu lernen, und dann muss man plötzlich improvisieren. Da musste ich erstmal mein Gehör total umtrainieren, dass ich das spielen Ist das kann, was ich wirklich im Moment höre. Ja. wirklich so eine Umstellung, sage ich mal, von einem klassischen Klavierspielen zum Jazz dann? Ich meine, klar, das ist ja, wie du gesagt hast, schon eher so das Jazz sehr viel mit Improvisation und irgendwie, wie man es halt fühlt, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich so ein, ja. Ja, also eigentlich möchte ich diesen Spalt dazwischen gar nicht so arg sehen. Ja. Vielleicht gibt es den auch gar nicht so, aber ich hatte damals schon das Gefühl, dass ich wirklich mein Gehirn, meine Denkweise, Fähigkeiten, die ich mir angelernt habe, so ein bisschen umleiten muss. Also ich gehe weg von ganz viel Erinnerung. Also na, wobei, also mit Erinnerung schaffe ich natürlich trotzdem immer, weil das, was man jemals in seinem Leben gehört hat, das ist ja immer irgendwie präsent, wenn man improvisiert.
Ja, wenn man kreativ ist allgemein, schöpft man da ja immer aus irgendwas, was man schon mal gehört, gesehen, erlebt hat. Aber in der klassischen Musik ist es ja so, dass man extrem viel reproduziert einfach und dieses Reproduzierte dann eben interpretiert. Also es ist einfach super viel konkretes Material, was mehr oder früher weniger erschaffen worden ist. Auch das, genau, und was eben auch so oder so eins zu eins irgendwie aufs Instrument übertragen werden muss. Und natürlich ist da auch für die Interpretation total viel Spielraum. Aber bestimmte Töne müssen einfach so oder sollten im besten Fall so gespielt werden, wie es eben damals aufgeschrieben wurde oder eben heute auch noch aufgeschrieben wird. Und das ist dann natürlich schon was total anderes, wenn man nicht sich auf einzelne konkrete Töne beruft, sondern auf konkrete Akkorde, die in einer Form sind und darüber dann eigene Melodien erschaffen muss. Das ist schon was anderes. Du hast im Jahre 2018 dein Bachelor als Jazzklavier abgeschlossen und hast dann auch den Steinway & Sons Förderpreis bekommen. Ja. Was hat für dich gerade der Preis für deine, ich sage jetzt mal, Karriere gemacht? Ich meine, das ist ja schon auch irgendwie was Cooles, wenn man sowas bekommt. Ja, also Preise generell ist, also ich finde es auch tatsächlich ein bisschen traurig, dass es so ist, dass eigentlich durch Preise man diese Aufmerksamkeit bekommt und eben nicht durch das, was man eigentlich künstlerisch macht. Ja, klar. Und ja, also die Preise, vor allem jetzt eben der baden-württembergische Preis, haben natürlich jetzt schon ein bisschen geholfen, dass ich mehr Visibilität bekommen habe. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich finde es sehr, 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 sehr schade, dass es so ist und dass wir eigentlich eher den Leuten glauben, dass sie gute Musik oder Kunst oder was auch immer produzieren, wenn das in irgendeiner Form ausgezeichnet worden ist. Ja. Als dass wir einfach mal anderen Leuten zuhören, hinschauen, gucken, was die so machen. Aber das ist natürlich, glaube ich, eigentlich, ich will nicht sagen, ein Problem, aber gesellschaftlich natürlich so. Auf jeden Fall, ja. Und glaube nicht nur im Jazz oder irgendwie Klassik, sondern allgemein so. Ne? Es ist echt irgendwie ein bewegendes Thema und ich glaube, was man dafür machen kann, ist vielleicht als Einzelperson, dass man einfach mehrere Leute in die Arbeit mit einschließt, die man macht. Ich meine, das merkt man auch gerade bei den ganzen Ensembles, wo du oder spielst oder den Kollektiven, ne? Das ist ja auch immer ganz cool. Ja. Wie viele Klaviere hast du selbst zu Hause? Ja, also ich meine, wenn man jetzt auch irgendwelche MIDI-Keyboards mitzählt. Ja, für die meisten zählt ein MIDI-Keyboard auch zum Klavier. Ja, doch, also sagen wir das mal so. Also ja, dann, was auf jeden Fall mein bedeutendstes Klavier ist, ist gar kein Klavier, sondern ein Flügel, den ich mir mit Hilfe des Jazzpreises an und nach lebenslangem Sparen anschaffen konnte. Genau, und dann eben noch so ein, zwei E-Pianos auch von meinem Freund, der ist auch Musiker, der hat auch noch so ein paar Pianos, also elektronische. Und also ich denke, wir kommen wahrscheinlich schon auf irgendwie 8 oder so, wenn man jetzt wirklich die kleinen MIDI-Keyboards mitzählt. Wie viele Stunden am Tag spielst du oder übst du oder gibt es da irgendwie was, was du zum Schnitt? Ja, also es ist schwer zu sagen, weil es halt auch mittlerweile extrem unterschiedlich ist. Also weil auch bei freischaffenden Menschen allgemein ist ja auch der Tagesablauf super unterschiedlich. Klar, natürlich. Bei mir ist es auch so, dass ich 2 Tage in Basel unterrichte an der Musikschule. Cool. Und ja, da auch irgendwie einen coolen Job habe, aber da ist dann auch wirklich der ganze Tag irgendwie dafür ausgelegt. Und da komme ich höchstens mal kurz zum Üben, wenn mal jemand nicht kommt oder so. Ja, klar. Und sonst, vielleicht kann ich sagen, im Schnitt 2 Stunden vielleicht, weil es gibt dann eigentlich, es gibt Tage, da bin ich nur eine halbe Stunde am Klavier, aber dann gibt es auch wieder Tage, da bin ich 6 Stunden dran. Ja, klar. Gerade wenn man auch komponiert oder man im Flow ist, ne? Ist halt immer so eine Sache. Und üben ist ja auch was auch nicht unbedingt immer am Instrument stattfinden muss. Also manchmal hört man ja vielleicht irgendwas und überlegt sich, was war das jetzt genau. Das gehört ja als Musiker alles immer zum Gesamtpaket sozusagen dazu. Ne? Ja, erzähl nochmal was gerade letztes Jahr zu dem Jazzpreis, den du gewonnen hast. Wie gewinnt man den oder wie wird man dafür vorgeschlagen oder wie läuft das? Ja, das ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass man sich quasi bewirbt oder ähnliches. Es ist so, dass man produziert einfach
Musik, ja. man schafft und dann im besten Fall wird das von den richtigen Leuten gehört und dann im Gremium vorgeschlagen. Und ich hatte jetzt auch das Glück, schon ein paar Mal renommiert zu sein. Aber ja, letztes Jahr hat es dann geklappt und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie schon gesagt, coole Sache, gerade wenn man so, ja, wenn man so einen Preis gewinnt. Ich habe schon gesagt, du hast einige unterschiedliche Projekte natürlich. Ich meine, klar, solo bist du natürlich auch unterwegs, aber gerade ein Trio, wo es schon seit 2014 gibt oder auch irgendwie unterschiedliche Kollektive mit anderen Künstlern ja, oder mit der Band Letters from Norway. Erzähl mal ein bisschen was zu den ganzen Projekten. So, ich finde es total spannend, wenn man da so ja, vielseitig unterwegs ist, schon immer mit unterschiedlichen Leuten oder auch Freunden zusammenarbeiten kann. Ja, 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 also auf jeden Fall Freunde ist auch ein gutes Stichwort, weil man ist ja auch, man arbeitet halt super intensiv zusammen und es ist sehr schön. Und gerade wenn man Musik kreiert und Musik ja eigentlich auch immer aus dem Herzen kommt. Ja, genau, also es ist total wichtig, dass man da eben die richtigen Menschen an der Seite hat und ja, also ich bin da auf jeden Fall auch sehr glücklich über meine Projekte. Mein Trio besteht eben schon seit 2014, das habe ich mit einem Studienanfang quasi gegründet, einfach als Outlet für meine Kompositionen, für das, was ich schreibe. Und das habe ich dann so traditionell mit Bass und Schlagzeug noch besetzt. Gibt ja sehr, sehr viele solche Klaviertrios, aber es ist halt auch einfach eine super Instrumentierung, um eben vieles ausprobieren zu können. Genau, und die Musiker, die mitspielen oder auch Musikerinnen, haben auch immer mal wieder gewechselt. Aber diese Besetzung ist einfach was, womit ich einfach super gerne arbeite. Genau, und dann diese Letters from Nowhere Band ist auch eigentlich ein Trio aus Klavier, Gitarre und Bass. Und ja, das hat sich so interessant formiert, weil wir haben uns in Kopenhagen alle kennengelernt, da haben wir alle Master studiert. Und dann ist die Pandemie reingebrochen und wir hatten gerade kurz davor gesagt, wir wollen eigentlich eine Band machen. Und dann sind wir auch alle in unsere Länder wieder zurückgegangen, also die beiden nach Norwegen zurück und ich nach Deutschland, wegen den Ländergrenzen, die ja auch nicht immer durchquerbar waren, so einfach. Und dann haben wir uns online getroffen und haben da quasi so Kompositionsfragmente uns immer hin und her geschickt und uns dann immer getroffen und das angehört. Und dann haben wir da irgendwann so ein Performance-Konzept quasi draus gemacht. Wir hatten einen riesen Ordner mit diesen ganzen Kompositionsfragmenten, mit Aufnahmen von uns, wie wir darüber improvisieren oder Sachen damit machen. Okay. Und dann haben wir so einen Sampler kreiert, wo diese ganzen Snippets, die wir hatten, drin sind und haben dann tatsächlich auch meinen Masterabschluss so gespielt, dass ich quasi ein Solo-Konzert gespielt habe. Aber die beiden waren online zugeschaltet und haben über einen geteilten Bildschirm auf Zoom ihre Fragmente gestartet, wann immer sie das Gefühl hatten, jetzt passt gerade dieses eine Ding zum Beispiel. Okay, das hat synchronisch gepasst, oder? Ja, ja, also es ist ja eigentlich nur ein Klick und es ist ja so ein bisschen auch variabel jetzt in dem Kontext, den wir jetzt so musikalisch bedient haben. Ja. Und dann haben sie es auch mit einem Pedalboard, mit einem digitalen Pedalboard dann auch nochmal verfremdet, also alles auf meinem Bildschirm von Oslo aus. Okay. Genau, und jetzt können wir ja zum Glück wieder die Bühne physisch auch teilen und jetzt machen wir das, dass quasi jede Person einen Sampler hat und eben Aufnahmen starten kann und wir spielen dann quasi mit uns selbst und durchbrechen damit sozusagen Raum- und Zeitkonventionen. Klingt richtig cool. Ja, danke. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ne? Ja, das gibt es auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal, gibt es ein paar Videos von der Band und wir haben auch ein Album rausgebracht letztes Jahr, da ist auch noch der Kölner Schlagzeuger Fabian Ahrens mit dabei. Ja, das ist auf jeden Fall ein Projekt, was sehr viel Spaß macht. Das glaube ich. Und darüber hinaus habe ich noch eine Kollektivband, wo quasi die Besetzung offen ist und ich versuche dann über Absprachen und Kompositionen, die schnell kommunizierbar sind, da einfach so einen Platz zu schaffen für Austausch eben. Und und dann gibt es noch ein anderes Projekt, das nennt sich Synesthesia 4. Da arbeite ich zusammen mit einem Gitarrist und einem Visual Artist
Und der Gitarrist und ich haben nämlich beide so visuelle Reflexe beim Spielen, also Farben, Formen und sowas. Und dann haben wir Mega. da quasi so Legenden gezeichnet und der Visual Artist Cool. macht es so sichtbar für die Leute und wir haben das dann quasi als Partitur. Also es ist dann auch wieder so ein Wechselkreislauf. Ja, Richtig cool auf jeden Fall. ja, danke Was schön. nicht so alltäglich ist. Wie gehst du ran, sag ich mal, wenn du komponierst oder wenn du für dich daheim, ich sage jetzt mal, im Studio bist oder am Flügel sitzt oder am MIDI-Keyboard, wie läuft sowas bei dir ab? Ja, das ist eigentlich auch super unterschiedlich. Also ich finde es immer ja, wichtig, dass sich so eine Arbeit leicht anfühlt und Spaß macht. Also ich habe es nämlich auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich einfach so alles so versucht habe, aus meinem Kopf irgendwie zu zerren und alle Ideen irgendwie mir so selber auszudenken fürs Komponieren. Das geht auch, da kommen auch coole Sachen bei raus. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, das wird irgendwann so ein bisschen repetitiv auch. Also habe ich dann angefangen, mir so Sachen von außen zu suchen, die das beeinflussen, wie ich schreibe. Es gibt auch, also man kann da so Matrixen zum Beispiel auch bauen mit verschiedenen Tönen, die sich auf eine bestimmte Art irgendwie beeinflussen. Das wird in der neuen Musik zum Beispiel häufig gemacht. Aber ich finde es auch gut, wenn man da wirklich so, ja, mal so ein bisschen spielerisch rangeht. Bei mir ist das ja so, das habe ich auch gerade schon gesagt, ich habe so Formreflexe bei bestimmten Intervallen, bei bestimmten Chords, also bestimmten Strukturen, die ich sehe. Die habe ich mal gezeichnet und dann haben Leute gesagt, das sieht ja aus wie Sternbilder. Ah, okay. Und dann habe ich quasi gedacht, ja super, dann mache ich doch mal das so, dass ich Sternbilder nehme und die auf die Klaviertastatur lege. Spannend. Und dann ist das nämlich was ganz Ähnliches wie das, was mit meinen Formen, mit meinen also visuellen Reflexformen passiert. Es ist nämlich auch immer so eine Mischung aus Haptik und aus Berührungspunkte auf der Tastatur und dem visuellen Eindruck von quasi der Hand auf der Tastatur und den Tasten, die gedrückt sind und die Tasten, die nicht gedrückt sind. Und so. Okay. Da entstehen dann auch so Kreise, Dreiecke, Distanzen und so. Und das ist eben sehr ähnlich zu den Sternbildern. Und wenn eben dann die Sterne die Berührungspunkte auf den Tasten quasi sind, dann kann man da so ein bisschen die Sternbilder für sich selber eigentlich komponieren lassen. Cool. Ich habe dann so geguckt, was für Motive finde ich und so. Und habe daraus dann auch ein ganzes Album gemacht und das kommt am 17. Mai raus. Richtig gut. Und wie heißt das Album dann? Das heißt Fabulae, weil Fabulae. da geht es natürlich auch um die griechische Mythologie, weil ich dachte, super, da kann ich ja noch eine Ebene mit reinbringen, weil es ja auch zu jedem Sternbild irgendwie einen mythologischen Hintergrund gibt. Und genau, das heißt, es gibt diese Stark. drei Ebenen, Musik, Visuelles und diese Handlungen. Richtig cool. Ich will mal auf jeden Fall reinhören und nach den Sternbildern schauen, Ja, das wäre wie die so cool, klingen. gell? Das ist schön. Wie würdest du so deine musikalische Handschrift gerade als Pianistin oder als Komponistin beschreiben? Gibt es da irgendwas oder wie du Ja. das irgendwie? Schwer zu sagen. Also was irgendwie sehr resoniert hat mit mir, was schon Leute zu mir gesagt haben, ist, dass meine Musik farbig ist, weil das stimmt ja wirklich eins zu eins, weil ich ja eben auch mit diesen Farbreflexen arbeite. Und bei mir ist es auch manchmal so, wenn ich spiele, dann, dass ich an eine bestimmte Farbe denke oder einen bestimmten Farbreflex habe, der dann zum Beispiel für eine bestimmte Tonalität oder einen bestimmten Ton, ein bestimmtes Zentrum steht, was ich bedienen will. Ja, anscheinend wird das auf irgendeine Weise ja irgendwie wahrgenommen, wenn die Leute sagen, dass die Musik farbig ist. Und das finde ich total schön. Und ja, also ich glaube, so kann ich es wahrscheinlich am ehesten beschreiben. Gibt es da irgendwelche musikalischen Vorbilder, die du hast, oder irgendwie ja, Ja. Themen, die du bewunderst? Also natürlich super viele. Also für mich als Pianistin spielt Bill Evans auf jeden Fall eine große Rolle. Das ist einfach immer, wenn ich mich so schön tief verwurzeln will im Jazz und in seiner Tradition, dann gehe ich eigentlich immer zu Bill Evans zurück, weil ja, für mich ist das einfach alles irgendwie sehr, sehr viel Essenz, musikalische Essenz. Gibt natürlich so viele tolle, tolle MusikerInnen, die ich jetzt gar nicht alle nennen kann, Ja, aber klar. ja, darüber hinaus, also Thelonious Monk finde ich total super. Der hat so eine humoreske Art, finde ich auch, eben mit seiner Musik, seinen Improvisationen umzugehen.
Ansonsten, Alan Holdsworth, der Gitarrist, hat mich auch früher sehr beeinflusst, als ich so zum Jazz gefunden habe und auch meine eigenen Sachen angefangen habe zu schreiben. Da, ja, also der ist ja wirklich noch so beim Fusion Jazz eigentlich, aber es ist einfach harmonisch irgendwie so, da habe ich sehr viel von mitgenommen. Ja. Du hast ja gesagt, gerade immer zum Jazz gefunden. Was würdest du Menschen raten oder wie kann man einen Menschen, der jetzt sich mit Jazz nicht auskennt, wie kann man einen Menschen für Jazz begeistern? Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage. Ja. Ja, also was ich super fand, ein sehr toller Kollege von mir meinte letztens, er beschreibt es Leuten immer so, dass ja Jazz eigentlich ist wie Sport. Also es gibt irgendwie Schwimmen, es gibt Ballett, es gibt Fechten, was auch immer. Und das ist alles total unterschiedlich, aber es ist alles Sport. Und ja, wobei beim Ballett ist es vielleicht auch eher eine Kunstform, aber es ist vielleicht trotzdem auch Sport. Ja, Also klar. auf jeden Fall ist es Sport und es ist sehr hart und anspruchsvoll, so wie die anderen Sportarten auch. So ist es ja beim Jazz auch. Es ist halt, es gibt so, so viele verschiedene Formen davon. Und ich glaube, dass für jeden Mensch bestimmt irgendwas da ist, wo er oder sie andocken kann und wo man sich irgendwie gesehen fühlt oder abgeholt fühlt. Ja. Was machst du eigentlich am liebsten oder worauf freust du dich am liebsten, gerade als Musiker, als Musikerin? Weil die meisten Leute, die sich jetzt nicht wirklich, oder viele Leute, die jetzt wirklich nicht so wirklich wissen, was ein Musiker macht, für die ist ein Musiker vielleicht nur jemand, wo vielleicht auf der Bühne stattfindet, aber da gehört dann natürlich viel mehr dazu. Wir haben es ja jetzt schon davon gehabt, von der Komposition, dann von Proben, Proberaum und alle möglichen, sag ich mal, Termine oder Sachen, weil gerade wenn man ja etwas bekannter ist oder in der Öffentlichkeit steht, wie du ja schon auch bist, da hat man ja wirklich mit vielen unterschiedlichen Facetten zu tun. Was machst du da besonders gerne? Ist es wirklich so dieses, ja, vor Publikum oder einfach mal im Proberaum was auszuprobieren oder die Mischung aus allem oder wie ist das da Ja, bei dir? also es ist immer die Sache, was ist denn überhaupt dieses gerne machen und auch was ist eigentlich das, was treibt einen an und Ja. sind es wirklich die Punkte, die ich gerne mache, also die mir Spaß machen oder sind es wirklich einfach nur diese Punkte, wo ich das Gefühl habe, da bekomme ich irgendwie Aufschluss über gewisse Dinge oder da klären sich plötzlich Sachen, die ich auch irgendwie, die auch sehr ganzheitlich sind, die sich vielleicht auch auf mein Leben übertragen kann oder so. Das kann ja auch beim Üben oder auf der Bühne, im Konzert, beim Proben, im Austausch mit anderen, es kann überall passieren, Ja. dass es mal so einen Moment gibt, da denkt man so, uff, ja, stimmt, das geht jetzt ja plötzlich so leicht, weil ich das und das und das gemacht habe. Und das ist dann meistens auch so, ja, so eine ganz tiefe Antwort So irgendwie, Magic die, Moments das, auch. ja, also kann man eigentlich echt so sagen. Und ich glaube, für mich ist es das, und das erlebe ich auch eigentlich, ja, vorwiegend über die Musik, solche Momente. Und ich glaube, deswegen bin ich wahrscheinlich auch Musikerin geworden, weil das einfach da in dem Medium so stark war und auch bei mir immer so diese Neugier und dieser Drang, einfach da Dinge zu finden, der ist da ganz stark. Und ja, ich weiß auch gar nicht, also es macht natürlich schon manchmal auch Spaß, wenn man sowas erlebt. Aber ich finde es auch immer schwer zu sagen, ich mache das, weil es macht mir so viel Spaß, weil dann ist es so, wie zu sagen, ich lebe ja, weil es macht mir so viel Ja, Spaß. klar, Also natürlich, klar, natürlich, natürlich. ab und zu total, Ja. aber ich lebe, weil es einfach irgendwie eine Bedeutung für mich hat zu leben. Und so Ja. ist es auch, dass ich Musik mache, weil es für mich eine Bedeutung hat, Musik zu Na machen. klar. Ja. Und deine Berufung ist sozusagen. Ja, genau, so kann man es sagen. Was sind denn so deine Pläne oder Ziele für die Zukunft? Ich meine, klar, jetzt kommt erstmal als nächstes dein Album jetzt raus Genau. mit den Sternbildern. Ja, mein Album kommt raus, genau, und es Ja. wird spannend und dann geht es dann auch auf Release-Tour. Ja. Genau, und es werden auch immer mal wieder ein paar Konzerte über das Jahr hinweg sein. Ja. Und nebenbei möchte ich gern noch eine neue Kollaboration starten mit den Letters from Nowhere und noch anderen Personen, mit denen ich viel zusammenarbeite und möchte dann so einen Think Tank quasi machen.
dass wir uns zusammen mit dem Tierkreis von Stockhausen befassen, mit der Musik, weil ich die sehr viel gehört habe, auch eben als ich mein Album geschrieben habe mit den Sternbildern. Und genau, also ich weiß noch überhaupt nicht, was das wird, ob das, also ich denke mal nicht, dass es ja einfach so ein Tribute-Stockhausen-Album wird, sondern dass wir einfach ausgehend von dem Material was Neues für uns finden. Und ja, da bin ich einfach super gespannt auf die Arbeit, was dabei rauskommt. Ja. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich meine, gibt es irgendwelche Ratschläge? Ich meine, du hattest ja, man kann ja schon sagen, wie du gesagt hast, in die Wiege gelegt bekommen, gerade durch Onkel, beziehungsweise natürlich auch Mama, die Klavierlehrerin ist. Aber ja, gibt es irgendwelche Ratschläge gerade für junge Leute, junge Musiker, die gerne im Jazzmusik oder generell musikalisch Karriere machen wollen und einfach Spaß, irgendwelche Ratschläge, wo du sagst, okay, so hast du das gemacht oder das sind Sachen, die man verfolgen könnte. Ja, also auf jeden Fall wichtig finde ich, den eigenen Interessen immer nachzugehen. Auch egal, was das für Interessen sind. Manchmal ist es ja auch so, dass einem Interessen, die vielleicht gar nicht mit dem eigentlichen Ziel zu tun haben, einem trotzdem irgendwie helfen, auf dem Weg zu bleiben. Und das natürlich gepaart mit Durchhaltevermögen und auch einer gewissen Dickköpfigkeit. Einfach so, ich will, dass das funktioniert. Das hilft schon total gut, einfach durchzuhalten und auch einfach mal über Momente hinwegzukommen, wo es halt auch vielleicht mal sich nicht so gut anfühlt, alles eben. Und genau, und das mit den verschiedenen Interessen verfolgen, finde ich deshalb wichtig, weil ich auch gemerkt habe, dass mir das Malen oder die Beschäftigung mit Visuellem einfach total geholfen hat, auch meine Erinnerungen am Klavier nochmal anzukurbeln. Also das Klavier ist ja auch ein sehr visuelles Instrument und viele Sachen oder alle Sachen, die ich höre, sehe ich ja auch, die ich spiele. Und ja, ich habe schon immer viel gemalt. Also auch als Kind habe ich eigentlich genauso viel gemalt wie Klavier gespielt. Und ich habe gemerkt, es ist irgendwie so verwoben. Also deswegen auch das mit den Farben und den Formen und so weiter, was irgendwie sehr mit dem Höreindruck verknüpft ist. Und ja, als ich das rausgefunden habe, dass sich das irgendwie bedingt miteinander und dass es für mich auch vielleicht wichtig ist, mich zu einem gewissen Zeitanteil auch mit Visuellem, mit Malen oder Ausstellungen besuchen zu beschäftigen, dass das auch ein Teil vom Üben ist eigentlich für mich. Ab dann, ja, da war zum Beispiel wieder so ein Magic Moment. Da haben sich so Dinge zusammengefügt und ich habe gemerkt, so, ja, eigentlich muss man nur das verfolgen, was einen irgendwie, was einen interessiert, was einen irgendwie anzieht und dann ist eigentlich der Weg schon da. Gibt es irgendwas Besonderes, was du den Zuhörern bei Konzerten mitgeben möchtest? Also ich glaube, wichtig ist mir vor allem immer so eine gewisse Offenheit einfach zu fördern, auch manchmal ein bisschen dazu herauszufordern, weil ich glaube, durch Offenheit kommen wir alle weiter und mit mehr Offenheit hätten wir sicherlich weniger Probleme von denen, die es eben aktuell in der Welt gibt. Und ja, das ist einfach, glaube ich, das, was ich durch das Medium, in dem ich eben meinen Beruf gefunden habe, also dadurch kann ich, glaube ich, vielleicht einen ganz kleinen Teil zu der Gesellschaft beitragen, indem ich diese Schiene versuche, in die Konzerte zu packen. Cool. Eine Frage, die ich bei jedem Gast am Ende gleich: Was ist für dich Heimat? Was ist für mich Heimat? Ich glaube tatsächlich, ja, meine Familie und die Leute, die mir einfach nah am Herzen liegen. Das ist eigentlich gar nicht so ortsgebunden für mich. Ja. Okay, ich glaube, das war auf jeden Fall auch ein gutes Stichwort oder Schlusswort. Wir wünschen dir weiterhin natürlich viel Erfolg. Generell Dankeschön. bei der Musik, natürlich auch mit dem neuen Album. Vielen Viel Dank. Spaß weiterhin bei den ganzen Projekten und bei allem, was du tust. Vielen Und Dank. schön, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein War durfte. wirklich interessant, Danke. ja, mal in die Richtung, in die Jazz-Richtung und auch von dir einiges zu erfahren. Das war Clara Vetter aus Gaggenau, Jazzpreisträgerin von 2023 und interessante Musikerin. Schaut euch auf jeden Fall im Internet mal was an von ihr. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ciao.